Wenn bei deinem gewünschten Bachelorstudiengang diese Bewerbungsart verlangt wird, gehst du folgendermaßen vor. Folge dem Link Bewerbung Einschreibung. Hier wirst du zu unserem Bewerbungsportal geführt. Alternativ erreichst du das Bewerbungsportal über dickstu.hhu.de. Starte über den Button für BewerberInnen. Solltest du zum ersten Mal auf dem Portal sein, musst du dich zunächst registrieren. Wenn du das bereits gemacht hast, loggst du dich hier oben ein. In welchem Semester möchtest du mit dem Studium beginnen? Wähle deinen gewünschten Studiengang aus. Wenn er nicht unter Bachelor zu finden ist, dann unter Bachelor-Kernfach. Wenn dein Studiengang ein Kernfach hat, musst du dich auch für ein Ergänzungsfach entscheiden. Gibt es bei dir etwas Besonderes zu berücksichtigen? Bist du zum Beispiel Spitzensportlerin oder ein Härtefall? Wenn nein, klicke einfach auf Weiter. Hier wirst du nach deinem Abitur gefragt, unter anderem, wo du es erworben hast. Konntest du krankheitsbedingt dein Abitur erst später machen und kannst darüber ein Schulgutachten vorlegen? Das wirkt sich positiv auf deine Wartezeit aus. Mit einem Schulgutachten kannst du auch deine Zeugnisnote verbessern. Und hier kannst du dafür einen Antrag stellen. Hast du bereits an einer deutschen Hochschule studiert? Warst du dieses oder letztes Semester bereits an der HHU eingeschrieben? Hast du ein freiwilliges soziales Jahr oder etwas Ähnliches absolviert? Überprüfe deine Daten. Wenn alles stimmt, klickst du auf Antrag abgeben. Fertig. Nach einigen Wochen, wenn ein Studienangebot für dich vorliegt, erhältst du eine E-Mail. Wenn du dich für dieses Studium endgültig entscheiden möchtest, musst du auf dickstu dieses Angebot annehmen. Einige Tage später erhältst du dann einen Zulassungsbescheid sowie einen Link zur Einschreibung an der HHU. Wie die abläuft, erklären wir dir im Video zur Einschreibung. Und wenn du wissen willst, nach welchen Kriterien die Studienplätze bei diesen Studiengängen vergeben werden, klicke auf das Video Studienplatzvergabe Orts-NC.